Moin moin Liebhaber des Magierkunstes, ich begrüße euch zu diesem Miniguide über den Frostmagier zum Patch 7.3. Ja, es gibt einen neuen Patch und der Patch ist frisch auf den Live-Servern und da wollte ich euch den Frostmagier nochmal aktualisiert zeigen. Da seht ihr auch schon die neuen Animationen, so nebenbei. Sehr schön geworden, das muss ich also schon sagen. Großes Lob an die Entwickler an dieser Stelle. Und ja, wir werden das wie bei den anderen Guides machen, wie ihr das schon gewohnt seid. Also wir werden kurz durchgehen, was sich so geändert hat. Das können wir aber an dieser Stelle schon mal auslassen. Es hat sich nichts geändert beim Frostmagier. Und ja, deswegen werden wir uns auch nur die Talente grob anschauen. Die Stats werden wir uns ein wenig anschauen. Die Legendaries, die wir unbedingt haben müssen. Und zu guter Letzt zeige ich euch dann nochmal was über die Rota. Gut, bevor das zu einem Film wird, starten wir auch direkt mal. Also bei den Talenten, Leute, das ist meine Skillung, hat sich nicht viel verändert, aber ich werde es nochmal ganz kurz mit euch durchgehen. Also bei den 15ern, das Beste, was wir bis jetzt haben können, ist Einsamer Winter. Das hat sich jetzt etabliert über ganz Legion. Wir nehmen jetzt Einsamer Winter. Aber so nebenbei, das soll auch der letzte Patch für Legion sein, also über den ganzen Patch hinaus hat sich Einsamer Winter einfach durchgesetzt und ja, immer noch ganz stark, also Einsamer Winter bei den 15. Bei den 30ern ist es immer noch so, dass man Eisschollen nehmen kann und Flimmern. Da ich aber mit Gletscherstacheln spiele, nehme ich Eisschollen, da Gletscherstacheln eine lange Castzeit hat und wir dann mit Eisschollen, wenn wir mal dann abhauen müssen, halt im Laufen casten können und das ist nicht schlecht, Leute. Also macht es für mich mehr Sinn bei dieser Skillung. Soll aber nicht heißen, dass Flimmern schlecht ist, aber ich würde euch Eisschollen empfehlen. Gut. Bei den 45ern Spiegelbild fällt definitiv raus. Da bleibt nur noch Rune der Kraft und Fluss des Beschwörers über. Fluss des Beschwörers ist immer noch das Go-To-Talent. Das muss man an dieser Stelle mal sagen. Natürlich macht Rune der Kraft in der Theorie mehr Schaden, aber das kann man einfach nicht so gut timen, da wir ja auch viel Proc abhängig sind und von eisige Finger und sowas, und da lohnt es sich nicht, Rune der Kraft zu nehmen, das wäre ein extra zu viel Stress. Mit Fluss des Beschwörers haben wir einen gesunden Schaden über den ganzen Kampf hinaus und ja, das würde ich euch dann empfehlen. Bei den 60er Leute definitiv zersplitterndes Eis. Da trifft halt Eislanze nochmal den zweiten Gegner. Das gilt natürlich auch für Gletscherstachel. Das darf man nicht vergessen. Und Gletscherstachel, einige wissen das bestimmt, macht gerne mal 5 bis 8 Millionen Schaden. Und wenn wir dann den zweiten Gegner treffen von 80% des Schadens, das ist dann schon mal nicht schlecht. Also ich würde euch auf jeden Fall zersplitterndes Eis empfehlen. Bei den 75ern ist das so. Dann nehmen wir auf jeden Fall eisige Winde. Da haben wir nochmal, nehmen wir den Gegner 15% Bewegungsgeschwindigkeit weg. Wenn wir mal kiten müssen, dann ist das nicht schlecht. Und ja, zum Beispiel wenn wir Hagel einsetzen, ist der Gegner um 15% verlangsamt. Das ist nicht schlecht, Leute, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Die anderen beiden sind leider zu schwach im Raid jetzt, wohlgemerkt. Bei den 90ern, Leute, ich sag mal so, Frostbombe fällt bei 7.3 raus. Da bleibt nur noch instabile Magie und arktischer Sturm. Ich sag mal so, wenn ihr wisst, dass der Boss viele Gefolgsleute ruft, viele Kumpanen, also viele Ads ruft, dann nehmen wir arktischer Sturm. Das verursacht dann mehr Schaden. Ansonsten, wenn wir wissen, dass der Boss zu 80% des Kampfes, oh, der schöne Feuermagier hier, sieht auch schön aus, die neue Animation. Ja, instabile Magie nehmen wir dann halt, wenn wir wissen, dass der Boss 80% des Kampfes allein ist. Weil da haben wir dann durch Frostblut nochmal eine Chance, dass es explodiert. Eine 20%ige Chance. Und dann machen wir beim Boss nochmal, also beim Hauptziel in dem Fall, 50% zusätzlichen Schaden. Und das im Umkreis von 8 Metern. Diese 8 Meter können wir aber mal auslassen. Es geht halt nur um diese 50%, die wir zusätzlich verursachen können. Und das gibt uns halt nochmal einen Boost, weil im 1 gegen 1 benutzen wir kein Blizzard. Ja, bei den 100ern Leute, wie ich schon die ganze Zeit erwähnt hatte, Gletscherstachel hat sich durchgesetzt. Das kann ich euch sagen, hat sich durchgesetzt. Man kann auch Thermale Leere spielen, wenn man die richtigen Legendaries hat, ist Thermale Leere auf jeden Fall auch stark. Aber generell
Niedersituation, also ja, quasi Niedersituation ist Gletscherstachel besser. Es sei denn, ihr habt die Legendaries, die thermale Leere pushen, dann würde ich thermale Leere nehmen. Aber ansonsten Gletscherstachel. Und Kometennagel ist auch eine Erwägung wert, aber ich würde es dann nur nehmen, wenn es dann wirklich ein Boss ist, wo sehr, 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 sehr viele Ads erscheinen. Und ja, dann würde ich Kometennagel nehmen. Ansonsten könnte man das auch vielleicht bei Mythic Plus nehmen, wenn wir wissen, wenn der Buff, also der Debuff Wimmeln da ist. Wimmeln bedeutet ja, dass da zusätzliche Ads spawnen. Da könnte man auch Kometennagel nehmen, aber ich würde eher abraten. Also es ist, Gletscherstachel ist nie, das ist die Situation schon besser. Gut. Also das sind so die Talente, da könnt ihr euch nochmal ganz kurz angucken. Dann machen wir mit dem Stats weiter. Bei den Stats, Leute, ist das so. Es hat sich nichts geändert. Wir brauchen immer noch mindestens 33,33% kritische Trefferchance. Das ist das Cap, was wir erreichen müssen. Habe ich noch nicht ganz erreicht. Aber 33,33 brauchen wir unbedingt. Danach, unser zweites Stat, was wir unbedingt brauchen, ist Tempo. Damit wir halt schneller unsere Zauber casten können. Und ja, das ist nicht schlecht, das brauchen wir unbedingt als Frostmagier. Und dritter Platz ist Vielseitigkeit. Und dann kommt Meisterschaft. Und dann kritische Trefferchance. Also nochmal. Kritische Trefferchance 33,3%. Dann Tempo. Und dann gehen wir auf Vielseitigkeit, Meisterschaft. Wenn ihr die 33% habt, dann fällt Crit ganz nach unten. Kann ich euch leider jetzt so nicht zeigen. Aber dann geht ihr halt nicht mehr auf Crit, dann geht ihr an Tempo, Vielseitigkeit und Meisterschaft. Crit ist dann letzte Priorität. Gut, könnt ihr noch mal ganz kurz gucken. Und dann schauen wir uns die Legendaries mal an, Leute, die ihr unbedingt brauchen. Also, es hat sich durchgesetzt bei Legion 7.3 und allgemein. Der Ring, den habe ich leider nicht. Ich hatte noch gar kein Glück, Leute. Das ist sehr schade. Das ist ein sehr schöner Ring. Wer den hat, kann sich glücklich schätzen. An dieser Stelle Gratulation an die Zuschauer, die Splitter der Exoder schon besitzen. Und ja, das zweite Legendary, was wir haben müssen, ist der Kopf. Da wir mit dieser Skillung spielen, Gletscherstachel, müssen wir sehr viele Frostblitz benutzen. Und da haben wir halt, weil wir so viel Frostblitz benutzen, zwischendurch nochmal einen Kometenhagel, Leute. Das ist sehr schön, sehr stark und Single-Target-DPS für diese Skillung, also die beste Skillung zurzeit, brauchen wir halt erster Platz den Ring und Kopf. Und falls ihr die thermale Leere-Skillung spielt oder beziehungsweise die Legendaries dafür habt, dann würde ich euch, also das sind dann die Legendaries, die Handgelenke und die Hände. Also bei thermale Leere, zeige ich euch nochmal hier, thermale Leere, wenn ihr das geskillt habt, die Handschuhe und Handgelenke. Ansonsten für die Gletscherstachel-Skillung, die jetzt am gängigsten ist und am stärksten in jeder Situation, 80%, 70% der Situation würde ich behaupten. Es sei, also vorausgesetzt, ihr habt die Legendaries, dann seid ihr auf jeden Fall ganz weit vorne. Dann nimmt man Kopf und Ring nochmal. Nochmal erwähnt. Gut, habe ich leider beides nicht, aber wir müssen jetzt weitermachen. Und da kommen wir jetzt auch zu der Rota, Leute. Das ging ja schnell diesmal. Ja. Und bei der Rota ist das so, es hat sich eigentlich quasi nichts geändert. Aber ich werde es euch natürlich nochmal zeigen. Ich mache erstmal unsere Frostmagier ein bisschen warm. Wir casten einfach ganz semi-ruhig Frostblitz. Das kennt ja jeder Frostmagier. Und das habe ich auch nochmal Gletscherstachel. Die Animationen sind so schön, Leute. Schaut mal ganz kurz. Ah, okay. Hat nicht gekrittet. Ja, und unser Ziel ist es, schnell 5 Stacks aufzubauen, um Gletscherstachel zu benutzen. Ja, und jetzt werden wir den Kampf mal starten. Als geht der Kampf jetzt los und wir müssen bursten. Wir werden den Kampf immer mit eisige Adern und Zeitverkrümmung starten. Also ist egal, die Reihenfolge ist eigentlich egal. Ich würde eher mit Zeitverkrümmung starten und dann mit eisige Adern. Und da starten wir auch direkt. Also Zeitverkrümmung, eisige Adern, die vorne Kugel, Schwarzblitz. Die 4 Spells werden auf jeden Fall auf Cooldown gehalten. Und das machen wir dann jetzt auch gleich. Zeitverkrümmung, eisige Adern, die vorne Kugel, Schwarzblitz.
Und dann haben wir Eislanze raus und dann haben wir eine Eislanze hinter dem Hagel her. Und dann spammen wir Frostblitz die ganze Zeit, Leute. Jetzt hier ein Hagel, Eislanze nicht dahinter her vergessen. Gletscherstachel. Oh, hat gekrittet, Leute. 6,2 Millionen. Jetzt nochmal ein Proc bekommen. Oh, da habe ich gerade einen falschen Knopf gedrückt. Ich benutze jetzt mal Kill Jadens brennender Wunsch mit Absicht nicht, weil nicht jeder diesen Schmuckstück. Und ja, so ist die Rota, Leute. Wir hauen einfach alles, was Proc. Ich werde euch gleich nochmal was zeigen. Gletscherstachel natürlich jetzt mal. 1,1. Hier hauen wir nochmal Hagel raus schnell. Eislanze hinterher, nicht vergessen, das ist ganz wichtig. So, das war so die Bestphase und die Runde. Jetzt werde ich euch ganz kurz mal nochmal einen kleinen Tipp auf den Weg geben, wenn ihr ein guter Frostmage sein wollt, beziehungsweise zwei Tipps, falls ihr das noch nicht kanntet. Also, ich benutze jetzt mal Frostblitz, den ruhig ein bisschen Hagelprock habe. Wir können auch mal Schwarzblitz machen, da haben wir gleich einen Hagelprock. So, jetzt haben wir Hagelprock. Wir müssen Hagel benutzen und sofort hinterher eine Eislanze. Habt ihr gesehen, das war ein Crit. Das ist ganz wichtig. Ihr dürft nicht jetzt, wenn ihr eisige Finger habt, das zeige ich euch mal ganz kurz. Wir haben jetzt den Hagelprock. Eisige Finger. Komm, eisige Finger jetzt. Komm, bitte. Hier, eisige Finger. Eislanze. Und da benutzen wir erstmal die Eislanzen. Dann die Hagel. Hagelprock. Und dann Eislanzen. Ja. Wenn wir jetzt erst Hagel benutzt hätten, dann Eislanzen, dann hätten wir auf jeden Fall ein Eislanze verschenkt. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die Perfektion, wollen den maximalen DPS aus unserer Klasse rausholen. Deswegen ist dies so wie Rota. Gut. Jetzt zeige ich euch nochmal einen kleinen Tipp, Leute. Wie wir uns noch mehr perfektionieren können. Das ist Kettenreaktion. Kritische Treffer vom Frostblitz erfüllen Eislanzen mit Macht, was den verursachten Schaden des Zaubers für 6 Sekunden um 10% erhöht. Bis zu dreimal stärker. Also wenn ihr richtig gut sein wollt, Leute, das habe ich auch in meinem letzten Video schon gezeigt, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr die 3 Stacks erreicht, also die 30%. Dann habt ihr nochmal 30% mehr Schaden auf eure Eislanze. Und ich mache mal ein Beispiel, also wenn ihr 1 Million Schaden macht mit eurer Eislanze, dann habt ihr einen Schadensbonus bei 3 Stacks von 333.000. 3,33333 und Periode. Und das ist schon nicht zu verkehrt, weil das sind einfach mal 350.000 Schaden, die man extra macht. Und ja, das mit diesem Tipp könntet ihr noch besser werden. Da müsst ihr halt noch drauf achten. Ich weiß, es ist nicht so leicht, aber das schafft ihr schon. Wenn ihr dann gut sein wollt und Interesse an Frostmagie habt, dann werdet ihr das auch schaffen, Leute. Ansonsten gibt es auch Addons, die ihr euch runterladen könnt. Ich benutze das nicht, ich mache das alles so, weil ich mein Bildschirm nicht voll klatschen will mit Addons. Ja, und ansonsten, Leute, das wäre es auch erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Über einen Kommentar würde ich mich freuen, damit ich weiß, wie euch das Video gefallen hat. Ein Abonnement würde mich auch freuen. Ja, ansonsten, Leute, Daumen würde mich auch glücklich machen. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich werde, wenn der neue Addon kommt, auf jeden Fall nochmal Geiz aktualisieren. Und ansonsten, Leute, viel Spaß mit Legion, viel Spaß auf Argus und auf Wiederhören.